Liebe Gelsenkirchnerin, liebe Gelsenkirchner, vielleicht erinnern Sie sich, vor 3 Wochen habe ich mich das erste Mal in dieser Form an Sie gewandt. Damals mit der klaren Bitte, sich an gewisse Regeln zu halten, nämlich Abstand zu halten und am besten zu Hause zu bleiben, die sozialen Kontakte herunterzufahren. Wir leben jetzt 3 Wochen unter diesen ja doch strengen Einschränkungen und ich möchte Ihnen gerne sagen, wo wir heute stehen. 3 Wochen später haben wir leider die ersten Todesfälle zu beklagen gehabt. Das zeigt, das Ganze war kein Spaß, das war nicht irgendwie dahergesagt, sondern das ist nach wie vor bitterer Ernst. Die gute Nachricht, die Kurve der Neuinfektion flacht allmählich ab und die Kapazitäten in unseren Krankenhäusern sind nach wie vor ausreichend. Jetzt kommt es aber darauf an, dass wir nicht nachlassen mit unseren Bemühungen, dass wir nicht nachlassen, uns an diese Regeln zu halten. Ich weiß, das wird jetzt ein nicht ganz leichtes Wochenende. Ostern steht vor der Tür, Feiertage, schönes Wetter. Auch ich würde gerne Verwandte besuchen, Ausflüge machen, in Urlaub fahren. Das geht leider in diesem Jahr nicht. Und meine dringende Bitte an Sie ist, halten Sie sich auch weiterhin trotz der Osterfeiertage an die Regeln. Alles andere würde nämlich die Bemühungen, das, was wir jetzt mühsam erreicht haben, zunichte machen. All die Einschränkungen wären für die Katz. Wir als Stadtverwaltung werden darauf achten, dass diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, das dann auch spüren. Wir haben in den letzten Wochen über 300 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und Ordnungsgelder bis zu 5.000 Euro verhängt. Wir werden diese Kontrollen auch am Wochenende durchführen, zum Beispiel indem wir die Johannes-Rau-Allee im Hafengebiet Graf Bismarck für den Durchgangsverkehr sperren. Ich weiß, der Großteil der Gelsenkirchnerinnen und Gelsenkirchner hält sich an die Vorgaben. Das ist gut so, das macht Mut, denn am Ende werden wir schneller die Auflagen, die Einschränkungen wieder lösen können, wenn die Menschen sich jetzt an die Regeln halten. Ich weiß, in solchen Situationen kann ich mich auf die Gelsenkirchnerinnen und Gelsenkirchner verlassen, auf ihre Solidarität, auf ihre Mitmenschlichkeit. Das macht mir Mut. Und deshalb verbleibt mir jetzt heute für diese Feiertage 3 Dinge. Erstens, halten Sie sich bitte an die Regeln. Zweitens, genießen Sie die freien Tage. Und drittens, schöne Ostern und bleiben Sie gesund.